Yassas aus Athen. Herzlich willkommen zur ersten Folge Weltmeister trifft. Mein Name ist Matthias Mester und ich bin Paralympic-Silbermedaillengewinner von Peking. In den kommenden Wochen werde ich euch verschiedene Sportler vorstellen. Heute bin ich in Athen und treffe Marcel Nguyen. Aber warum genau Griechenland? Das seht ihr jetzt. Hinter mir befindet sich das Kulturzentrum von Athen. Hier soll der Marcel sich irgendwo rumtreiben, in der Tiefgarage, irgendwas mit Autos. Ich bin mal gespannt, wo ich ihn finde. Ha, da haben wir ihn. Marcel, hey, hi, na? Wie geht's dir? Ja, gut. Ja, auch, alles super. Habe ich dich endlich gefunden. Du sag mal, warum bist du eigentlich hier in Athen? Ja, Toyota. Ich habe ja das Glück, dass Toyota mein Partner ist. Hier ist die Vorstellung der neuen Olympiakampagne hier in Athen. Okay. Und deswegen gucke ich mir das natürlich ganz gerne hier an. Wie bist du eigentlich zum Sport gekommen? Ja, es ging eigentlich los mit dem Mutter-Kind-Turnen. Ich bin mit 4 Jahren das erste Mal zum Turnen gekommen. Und ja, es hat mir Spaß gemacht. Die haben damals schon gesehen, dass ich vielleicht ein bisschen talentierter bin als die anderen Kinder, dass ich eine Rolle vorwärts vielleicht schneller konnte. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, aber so muss es ungefähr gelaufen sein. Ich weiß gerade nicht, welcher Arm. Der linke Arm, genau. Da hast du bis oben hin, glaube ich, bist du tätowiert. Und hat das auch irgendeine Bedeutung oder ist da auch irgendwie, dass du sagst, das hat mich sportlich begleitet, hat es auch was mit dem Sport zum Beispiel zu tun? Ja, auf jeden Fall. Also hier ist ja, habe ich mir die Siegesgürtel hintätowiert, das ist auf meiner Olympiamedaille drauf und auf jeder Medaille, weißt du ja, ist das drauf auf den Olympischen Spielen und von Olympischen Spielen und das hat eigentlich alles was mit Olympia zu tun hier, das ist eine olympische Fackel und das ist eigentlich alles im Olympia-Thema quasi drin. Was bedeuten für dich die Olympischen Spiele? Ja, Olympische Spiele, das war schon von klein auf mein Traum, mal bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Davon habe ich geträumt, als ich damals mit 10 immer ins Training gegangen bin, jeden Tag. Und habe das auch schon von klein auf verfolgt, Olympia, dieser besondere Spirit, den einfach nur Olympische Spiele hat. Und hatte jetzt das Glück, das schon dreimal leben zu dürfen und einmal geht auf jeden Fall noch. Was würdest du sagen, was war für dich der emotionalste Moment? Ich hatte viele, viele gute Momente in dem Sport auf jeden Fall, aber ich denke trotzdem, dass das Highlight war, als ich die Mehrkampfmedaille gewonnen habe beim Spielen. Ich stand auf dem Treppchen oben, habe überlegt, ja, jetzt musst du dich gut umgucken, den Moment wirst du nicht vergessen. Und mein nächstes großes Ziel ist eigentlich Tokio sowieso, aber wir müssen uns vorher erstmal qualifizieren und das ist 2019, das ist eine WM in Stuttgart, im eigenen Land, sogar wo ich wohne. Also, das ist auf jeden Fall, wird sehr cool werden, denke ich, und da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, dass wir da natürlich die Olympia-Quali packen und dann nochmal nach Tokio fahren können. Ja, für uns werden es, denke ich, die letzten Spiele sein, 2020 in Tokio. Dafür werden wir ja alles geben. Wir werden schwitzen, bluten, kämpfen, um ganz oben auf dem Treppchen zu stehen und die Nationale mitzuhören. So machen wir es. Marcel, dann danke ich dir für das nette Gespräch. Hat mich gefreut. Danke, ich habe mich auch gefreut. So, das war die erste Folge von Weltmeister trifft. Ich werde jetzt noch die griechische Abendsonne genießen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Tschüss!